Hi Leute, das ist Samum hier und willkommen zu einem Division 2 Video. Und es sieht so aus, als ob das neue Mondkuchen-Event schon aktiv ist. Wir befinden uns kurz vorm Server-Restart, beziehungsweise vor der Wartung. Und wie ihr seht, ist hier, wo ist es? Ja, das Event ist schon da. Es sieht wohl so aus, als ob es wirklich halt die gleiche Route fährt wie das Sommer-Event, was im August war. Oder die Weihnachts-Events, wo jeden Tag ein neues Projekt kommt. Ich hoffe, dass noch ein bisschen mehr drin steckt außer dem Kram, aber wir schauen uns den Kram jetzt mal an. Wir haben Informationen über einen gestohlenen Vorratsbehälter in Chinatown. Bewegen Sie sich vom Weißen Haus nach Osten, um die Gegend zu sichern. Aktivitäten in Downtown East abschließen 0 von 4. Das werden wir jetzt mal schnell machen. Dann gibt es ein bisschen XP und die Kranichjacke. Mal schauen, wie die aussieht. Oh, das ging schneller als gedacht. Ich wollte eigentlich beim letzten euch noch schnell zeigen, ja, wie das aufgepoppt ist. Jetzt ist es aufgepoppt, Projekt beendet. Ist ja ganz einfach. Hier ist Downtown East, direkt neben dem Weißen Haus. Einfach hier 4 Aktivitäten machen. Sei es ne, Propagandasendungen, Kontrollpunkte oder Elite-Patrouille. Also alles, was hier rot abgeht, zählt dazu. Stück und dann ist das Projekt beendet. Und jetzt schauen wir uns mal an, was wir da bekommen haben. Hier. Die Kranichjacke. Ah, ich muss gucken, ich hab das an. Ja. Hat auf jeden Fall geil. Ich bin gespannt, wie der Rest ist. Also, wie gesagt, Leute, das Ganze wird, ja, denke ich, wieder so ablaufen wie die anderen Events. Jeden Tag was anderes. Also, Tag 1, sieht man ein Resümee. Einfach hier Projekt anschauen. Und dann geht ihr hin nach Downtown East und macht 4 Aktivitäten. Und dann bekommt ihr hier die Kranichjacke. So, das war's von mir, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut.